Wir sind unterwegs zur Eröffnung der Stadtgalerie 3 in Zweibrücken. An diesem verkaufsoffenen Wochenende wurde viel geboten. Der Flohmarkt war gut besucht. Und lauter gut gelaunte Gäste bevölkerten die Innenstadt. Im Schlossplatz gastierte der Hamburger Hafenmarkt. Auf dem Alexanderplatz wartete der Maltisch von Anja Gräser auf kreative Kinder. Und die kamen und konnten unter anderem Halbplastiken mit tollen Motiven bemalen. Eine Pferdekutsche war unterwegs. Die Stadtkapelle spielte zur Eröffnung der Stadtgalerie 3. Um 14 Uhr waren wir ja schon mal da in einer ganz anderen Konstellation mit Elmiras Orient und den Tanzgruppen. Schönen guten Tag nochmal. Dankeschön. Ist es nicht ein tolles Wetter? Ist es nicht ein schöner verkaufsoffener Sonntag? Ich begrüße mal ganz besonders unsere Stadtkünstler, viele sind da. Herzlich willkommen zum zweiten Mal. Gestern war ja schon Zweibrücken kunstvoll. Da waren knapp 30 Künstler mit ihren Staffeleien und Kunstwerken in der Stadt. Es war eine tolle Kunstmeile. Ich freue mich schon auf das nächste Jahr. Ja, und jetzt haben wir die Stadtgalerie Punkt 3. Das heißt, zum dritten Mal sind die Schaufenster in der Stadt und auch in den Leerständen bestückt mit wunderschönen Kunstwerken. Knapp 50 Künstler nehmen teil. Ich würde mal schätzen, so 20 von den Teilnehmenden sind heute da. Wir freuen uns, dass auch wieder der Handel teilgenommen hat. Das Motto heißt Kunst trifft Handel. Die Plattform der Künstler in der Innenstadt dient zum einen dazu, unsere Kunst hier zu zeigen, die Region, Künstler nicht nur aus Zweibrücken, überregionale Künstler präsentieren ihre Werke in allen Facetten. Das ist wunderschön, von Skulptur, Zeichnung, Illustration, alles ist dabei. Aber da wird ja die Christina Rauch noch drauf eingehen. Ich möchte noch in eigener Sache darauf hinweisen, hat jetzt weniger mit Kunst zu tun, aber am 12. Juni ist der 5. Zweibrücker Kindertag. Wir machen ein kleines Stadtfest für die Kinder. Also gerne weiter sagen, wird wieder eine Parade geben. Also all das, was die Kinder erfreut und auf das die Kinder so lange verzichten mussten. Die Stadtgalerie 3, um nochmal die Kurve zu kriegen, war dazu da, in der Corona-Zeit eine Möglichkeit zu bieten, sich zu präsentieren als Künstler, als Kunstschaffender.
das ist jetzt hoffentlich vorbei, zumindest momentan alles machbar. Trotzdem ist die Stadtgalerie Punkt 3 entstanden und vielleicht machen wir einfach so weiter, weil ich glaube, es ist eine Bereicherung der Innenstadt mit der Kunst und den Künstlern, die eben ihre Werke hier präsentieren können. Jetzt haben wir noch ein Stück, ich weiß nicht, welches jetzt kommt und danach wird die Christina Rauch uns noch was erzählen und ganz danach unsere Rosenkönigin. Ich begrüße euch beide hier, Christina Rauch, unsere Kulturdezernentin und Rosenkönigin Annika. Ihr seid ja beim Kindertag auch dabei, was mich sehr freut. Ein Applaus für alle Künstler, für die beiden und für die Stadtkapelle. Vielen Dank. Guten Nachmittag auch von mir. Herzlich willkommen bei uns auf dem Alexanderplatz zur Eröffnung der dritten Stadtgalerie. Wir sind alle so froh, dass das heute bei so schönem Wetter stattfinden kann. Petra Stricker, Rosenkönigin Annika, wir sind alle total happy, dass wir hier mit Ihnen wieder zusammenstehen können zur dritten Stadtgalerie. Die Stadtgalerie ist ja aus der Not in unserer schwierigen Situation die letzten 2,5 Jahre entstanden, dass leider das Live-Kunsterleben für uns alle nicht mehr so möglich war. Wir konnten uns einfach nicht mehr so treffen und dann herzlichen Dank an das Stadtmarketing, an alle Projektbeteiligten, dass die Idee aufkam, wirklich eine Stadtgalerie, in eine Galerie im Innenraum kann nicht stattfinden. Daher machen wir unsere ganze Fußgängerzone, alle Geschäfte, die mitmachen, die Leerstände, machen wir zur Ausstellungsfläche für uns, dass wir mit Abstand eben Kunst erleben können, Kultur genießen können. Und 2020, 2021 waren die beiden Stadtgalerien ein so großer Erfolg. Durch sie, durch die ganzen Künstlerinnen und Künstler, die heute da sind, durch die ganzen Projektbeteiligten, durch gemeinsam Handeln, durch Petra Stricker, dass wir gesagt haben, diese Tradition möchten wir fortsetzen. Wir machen eine dritte Stadtgalerie, wir machen eine vierte Stadtgalerie, weil es einfach schön ist. Wir haben auch wie immer einen Flyer für Sie, dass Sie diesen Kunstrundgang gleich mit uns gemeinsam erleben können und darüber hinaus. Und nun spricht Annika zu Ihnen. Ja, auch von mir natürlich herzlich willkommen und ich freue mich auch dieses Jahr wieder so viele Gesichter hier zu sehen. Eigentlich kann ich gar nicht mehr sonderlich viel hinzufügen. Ich freue mich auf jeden Fall jedes Mal aufs Neue zu sehen, was die Künstler wieder von der letzten Galerie zur jetzigen Galerie Neues geschaffen haben. Und ja, ich freue mich natürlich gleich auch hier durch die Straßen zu gehen und mir alles anzuschauen, zu schauen, welche neuen Bilder entstanden sind, zu schauen, welche neuen Künstler dieses Mal dabei sind. Und ja, ich wünsche euch dabei auch ganz, ganz viel Spaß. Und wie Christina gerade eben schon gesagt hat, hier vorne sind noch ein paar Flyer, die könnt ihr euch auch gerne abholen und könnt dann auch schauen, welcher Künstler in welchem Schaufenster vertreten ist. In dem Sinne, ganz viel Spaß! Die Flyer sind hier verfügbar. Wir machen jetzt einen Rundgang durch die Fußgängerzone. Ganz nebenbei, unsere Rosenkönigin ist auch dabei. A, wie Annika Allgeier. Das ist die erste im Flyer und dann geht es so weiter bis Z. Bei der Stadtgalerie Punkt 3, 2022. Und ich hoffe, dass wir uns nicht erst nächstes Jahr zur Stadtgalerie Punkt 4 sehen, sondern beim Kindertag. Viel Spaß! Ihr seid im Bild, ne? Ja, das ist das, was ich
Wünschtrube gemacht.